Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von CineGeek. Heute geht es bei uns um Löwen, Musik im Film, fantastische Tierwesen und um einen ersten Ausblick auf Halloween. Denn die Nacht der Nächte steht vor der Tür. Doch zunächst schießen wir erstmal Ryan Gosling zum Mond. In der Rolle des Neil Armstrong, eines unbestrittenen Helden der amerikanischen Geschichte. Der erste Mensch auf dem Mond, das wäre was. Dieser Film hat ein ähnliches Grundproblem wie James Camerons Titanic. Die meisten von uns wissen mehr oder weniger, wie die Geschichte ausgeht. Die Frage ist, wie kitzelt man da noch Spannung heraus? Erstens schüttelt man den Zuschauer so sehr durch wie die damaligen Testpiloten. Unser Job ist extrem schwierig. Er erfordert so unglaublich viele technologische Neuentwicklungen, dass wir bei Null anfangen müssen. Dann zeigt man, dass auch hinter einer großen Mission nur ganz normale Menschen stehen. Menschen, die Fehler machen. Die Kapsel ist nicht sicher. Wir müssen unsere Fehler auf der Erde machen, nicht da oben. Das ist keine normale Reise, Neil. Keine Fahrt zur Arbeit. Und man zeigt in aller Deutlichkeit, wie wahnsinnig ein solches Unterfangen ist, auf den Mond zu fliegen. Dann mal los. 6, 5, 4, 3, 2. Zahlen Sie dafür nicht einen zu hohen Preis an Geld und Menschenleben? Wenn man hier unten steht und nach oben blickt, denkt man nicht daran. Aber die Weltraumforschung verändert unsere Perspektive. Wir können dadurch Dinge sehen, die wir schon längst hätten sehen sollen. Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben alles unter Kontrolle. Für euch ist das ein Spiel. Ihr habt gar nichts unter Kontrolle. Die fantastischen Tierwesen sind zurück. Während uns in Teil 1 mitgeteilt wurde, wo diese zu finden seien, erfahren wir nun in Teil 2, was Grindelwalds Verbrechen war. Was wir mittlerweile natürlich auch erfahren haben, ist, dass die fantastischen Tierwesen nicht bei der ursprünglich geplanten Trilogie bleiben, sondern dass es 5 Teile geben wird. Mindestens. Das Kino bleibt also seiner Tendenz treu, zum neuen Fernsehen zu werden, mit vielen, vielen Episoden, während Amazon und Netflix sich nach und nach zum Kinoersatz entwickeln. Für den zweiten Teil verlassen wir die USA und kehren zu einem anderen magischen Ort zurück, nämlich nach Hogwarts, mit Jude Law in der Rolle des jungen Dumbledore. Ich habe Angst, Professor Dumbledore. Jeder von uns hat vor irgendetwas Angst. Neu in Rowlings Universum ist Johnny Depp in der titelgebenden Rolle des Grindelwald selbst. Grindelwald hatte eine Vision, dass er über die Welt der Zauberer herrschen wird. Und du willst, dass ich dabei helfe, ihn zur Strecke zu bringen? Ich kann nichts gegen Grindelwald unternehmen. Deshalb musst du es tun. Oh, na vielen Dank. Und bei dem Ganzen geht es um nicht weniger als den Kampf Gut gegen Böse. Selbstverständlich mit Hilfe von Magie. Wie viel Spaß die Reise in die Fantasiewelt nicht nur dem Zuschauer macht, sondern auch den Schauspielern, haben uns die Mitglieder des Casts am Set erzählt. I've watched with everyone else those classes and suddenly to be in it and you look back as yourself and realize how special it was. I loved going back to Hogwarts. Of course I did. It looks very familiar, but obviously the teaching staff are different. Those names, the stories, the histories that sit in the back of our mind from the Potter series begin to weave their way into Beasts. Der Tisch ist also opulent gedeckt für ein weiteres großes Abenteuer in die Welt der Zauberei. Du bist so gutherzig, Newt. Du hast bisher noch jedes Monster geliebt. Der Albtraum ist zurück, denn Laurie Strode ist noch nicht fertig mit Michael Myers. Falls diese Worte nichts für euch bedeuten, gehört ihr nicht zu der weltweiten Gemeinde, die seit Jahrzehnten die Halloween-Reihe als das Nonplusultra des Horrorgenres betrachtet. Wobei man hier mit Vorsicht von der ganzen Reihe sprechen muss, denn dabei gab es auch mehr als einige, naja, nennen wir es ganz vorsichtig, Rohrkrepierer. Doch ein Merkmal der Kontinuität gab es. Alle Filme, in denen Jamie Lee Curtis die Hauptrolle spielte, waren richtig gut. Die Scream Queen ist in der Tat diesmal wieder dabei. Und das lässt hoffen. Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Schnell, lauf nach Hause und bleib drin! Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann.
Und nicht nur sie, auch der Schöpfer John Carpenter selbst ist seit 35 Jahren zum ersten Mal wieder an einem Halloween-Film beteiligt. Jamie hat ein angeborenes Talent. Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Perfekt für meinen Film. Nein. Und jetzt perfekt für David Gordon Greens Film. Das sollten sie. Sie ist noch genauso gut wie damals. Es ist heftig. Michael Myers verkörpert das pure Böse. Er ist gnadenlos und unaufhaltsam. Passenderweise führt uns der neue Halloween ganz weit in die Geschichte zu den Originalschauplätzen des ersten Films zurück. Und zu der Frage, wer ist Michael Myers? Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween drei unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen. Noch in derselben Nacht festgenommen. Michael Myers sitzt seit 40 Jahren in Haft. Hallo Michael, ich habe etwas, was Sie vielleicht sehen wollen. Der Zuschauer darf also auf Antworten hoffen. Und auf jede Menge Angst. Er ist ein Mörder. Aber heute Nacht wird er ermordet. Happy Halloween, Michael. Angst gibt es auch von uns als Kinowelt für euch zu Hause zu Halloween. Frei Haus und in 14-facher Ausfertigung. Denn so viel seid ihr uns als Zuschauer wert. Seine Schreimuskeln aufwärmen kann man ab dem 28.10. in unserem Marathon Herzschlag Halloween, um dann in der Halloween-Nacht so richtig gut in Form zu sein. Sie wollen bestimmt alle unsere Spukgeschichten hören. Da gibt es für denjenigen, der gerne Angst empfindet, einiges zu entdecken. Ich find's hier total unheimlich. Vom Klassiker: Ich möchte ein Spiel spielen. Ich spüre, in diesem Haus stimmt was nicht. Über die Horrorkomödie und Found Footage. Das gibt's doch nicht. Sowas wie das hier habe ich noch nie gesehen, Mann. Bis zu den neueren Schockern. Wenn du noch einmal meinen Sohn anrührst, dann werde ich dich töten! Na denn, Happy Halloween. Wir werden hier draußen sterben. Musik war schon immer die perfekte Beigabe, um in Filmen die gewünschte Stimmung zu erzeugen. In unserer November-Reihe Play It – Musik im Kino zeigen wir allerdings Filme, in denen Musik die Hauptrolle spielt. Mit dabei so bekannte Regisseure wie Wim Wenders, Wes Craven und Woody Allen. Dafür entführt sie unsere Reihe in das Café De Los Maestros nach Argentinien. In den Buena Vista Social Club nach Kuba. Und geht sogar auf Tournee, um Europa den New Orleans Jazz zu bringen. Und das ist nur der Anfang in einem Potpourri aus Punkrockern, Perserkatzen und vielem mehr. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Film ans Herz legen, der schafft, was fast unmöglich scheint. Er bringt uns zum Lachen über ein Thema, das eigentlich ziemlich traurig ist. Die Rede ist vom Terrorismus, der die Menschheit seit Jahrhunderten verfolgt. Er scheint heute besonders aktuell, doch wenn man zurückdenkt, gab es schon immer Gruppierungen, die versucht haben, ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen. Und wo es am traurigsten wird? Da ist Humor oft am besten. Wenn ihr so jemanden wie mich seht, denkt ihr sofort Bombenleger, oder? Ja, das denkt ihr. Ich denke das Warum nicht. Wie soll ich also kein Bombenleger sein, wenn ihr mich so behandelt? Mashallah, Bruder. Ja, mashallah. Und anders als mit Humor kann man diese vier Löwen wohl nicht sehen. Ich folge dem Ruf, Bruder. Was für ein Ruf? Ausbildungslager. Sie glauben, den Willen Allahs auszuführen. Stellen sich dabei aber nicht sonderlich geschickt an. Four Lions ist einfach eine glänzende Satire über den Terror. Was macht ihr da? Falls sie Fotos von uns machen. Was? Das sind totale Idioten. Die können nicht mal einen Tee umrühren, ohne dass die ein Fenster einschlagen. Und das Ganze in schwärzestem britischem Humor. Hilfe! Ich bin aus Versehen ein Selbstmordattentäter geworden! Sehr empfehlenswert. Wieso tun sie das hier? Irgendwas hochbomben. Was sollen wir denn hochbomben, Watsch? Internet. Und das war's schon mit unserer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Bericht über das Filmgeschehen gefallen. Bleibt dem guten Kino gewogen.
Wir sehen uns wieder hier bei CineGeek.